Herzlich willkommen zum Vlog Nummer 3 auf diesem Kanal. Ich befinde mich aktuell voll in der Bearbeitung von dem Video zu Yodas Starfighter und ich habe mir teilweise ein Skript geschrieben vorher und dadurch konnte ich einige Sätze wirklich viel flüssiger vorlesen oder besser gesagt rüberbringen und ich merke das auch in der Bearbeitung. Das fällt dann einem wesentlich leichter und es war viel schöner, das zu bearbeiten und ich denke, ich werde auch in Zukunft dann für weitere Reviews auf jeden Fall ein Skript schreiben und dann einfach so frei Schnauze irgendwie großartig drauf loslegen. Oh, seht ihr das mit den Haaren, ey? Die werden immer länger. Zum Glück habe ich morgen Friseurtermin, dann kommen die Langflusen endlich mal ab hier an den Seiten auf jeden Fall. Das hat jetzt nichts mit Lego zu tun. Aber egal. So, ich mache gerade das Gewinnerpaket für das Gewinnspiel fertig. Nebenbei lese ich mir nochmal ein bisschen was zu dem neuen Lego Insiders Programm durch. Und die Nebentätigkeit für die Nebentätigkeit ist im Practical Jokers schauen. Geile Comedy-Serie auf jeden Fall. Und ich habe mir schon selbstverständlich alle Anleitungen so zurechtgelegt, die ich so besitze, um dann alle nötigen Anleitungen mir rauszusuchen und dann die QR-Codes für extra Punkte zu scannen. So, ich habe mir mal eben alle Anleitungen von 2019 bis jetzt rausgesucht, die wirklich diesen QR-Code zum Abscannen dran haben. Also es sind wirklich schon eine Menge Anleitungen, aber ich mache mir da keine großen Hoffnungen. Vielleicht kommen hier so 3 bis 5 Euro raus, wenn es gut läuft. Weil pro gescannten Code bekommt man, soweit ich weiß, 10 oder 20 Punkte. Also auf keinen Fall viel und 1 Euro sind ca. 150 Punkte. Also ich habe eine Menge Scanarbeit vor mir. So, ich bin gerade eben fertig geworden mit dem Einscannen aller Anleitungen. Hier sind insgesamt 41 Anleitungen, die ich gerade eingescannt habe. Eine Anleitung, die ich leider nicht einscannen konnte, war das mit der Mos Eisley Cantina. Da hat irgendwie der QR-Code nicht funktioniert, weil der ein bisschen angekratzt ist. Komischerweise nur bei der Anleitung. Hier waren auch einige dabei mit Kratzer und haben trotzdem funktioniert. Überraschenderweise ist auch eine Anleitung dabei gewesen, die aus 2018 war. Auf jeden Fall habe ich jetzt grob überschlagen mit dem Einscannen alle Anleitungen hier 5,40 Euro meinem Lego-Konto hinzugefügt. Das hört sich jetzt nicht die Welt an, aber es sind 5,40 Euro, die ich ansonsten halt nicht hätte. Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, dieses Lego Insider-Programm zu machen mit den Einscannen der Anleitungen. Vor allem für Collectors wie mich bringt das auf jeden Fall dann doch schon einen kleinen Beitrag immerhin. Was ich cool gefunden hätte, wäre, wenn jetzt zum Beispiel bei den Anleitungen es hier 10 Punkte gäbe, bei den Anleitungen hier 20 Punkte, hier 30 und bei den großen halt 40, weil man gibt ja auch mehr Geld für diese entsprechenden Sets aus. So, heute ist der 30.08. Ich gebe euch mal ein paar Informationen wieder aus der Firmenzentrale. Ich habe mich auf Arbeit verletzt. Ich bin noch gerade am Bearbeiten von dem Sternzerstörer-Review. Das heißt, man sieht es auch da. Also ich habe mich an einem Karton geschnitten und der ist wirklich richtig tief, der Schnitt. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall sitze ich gerade an der Bearbeitung von dem Imperial Star Destroyer Video. Und nebenbei habe ich den guten Domian wieder für mich entdeckt und höre super gerne von seinen Geschichten zu, währenddessen der Rest hier noch rausrendert. Das Ding ist auch, ich habe mir schon wieder richtig viel Zeit gelassen mit dem Bearbeiten und dem ganzen Aufnehmen von dem Video. Ich meine, ich habe das jetzt aufgenommen und im Anschluss direkt bearbeitet. Normalerweise lasse ich mir mit sowas immer 2 Tage Zeit und jetzt haben wir es 2 Uhr und ich habe heute noch Berufsschule, das heißt, ich muss heute früh raus und ich sollte mir das vielleicht ein bisschen einteilen, die Zeit. Ne? Ich werde total verschlafen im Unterricht heute sitzen. Top. So Leute, ich bin gerade fertig geworden mit dem Review oder Versus Vergleich Dings von den alten Klassikfiguren und den moderneren Figuren. Und was soll ich sagen, eine Bricklink-Bestellung ist endlich angekommen, damit ich hier bei meinem Mock endlich wieder ein neues Video raushauen kann. Diese Teile werden mir auf jeden Fall sehr viel weiterhelfen und diese Teile auch als Unterkonstruktion. Oh yeah, Lego Star Wars. So, Hallöchen Leute, lang ist der letzte Clip her. Ich habe vor kurzem diese coole Bricklink-App hier, Lego Studio 2, entdeckt, wo man so seine eigenen kleinen Lego-Sachen mit designen kann. Und da habe ich hier mal mich an so ein kleines Projekt rangesetzt. Das ist jetzt eigentlich auch schon das zweite, was ich gerade mache. Ich finde es mega cool, dass man sich halt wirklich mit den einzelnen Steinen sich halt seine Mocks oder ähnliches zusammenfügen kann. Ich kann euch wirklich nur raten, probiert das mal aus. Das macht wirklich super viel Fun, wenn ihr gerade Freizeit habt dafür. Und das Gute ist, das Programm stellt euch ja auch sogar noch eine Liste fertig, wo man dann halt gleich die Teileanzahl hat und auch noch eine Anleitung. Also besser geht's ja gar nicht. So, kurzes Update. Ich bin jetzt fleißig dabei, Star Wars Battlefront 2 zu spielen. Und nebenbei habe ich eine E-Mail bekommen von PostNL. Das ist ein internationales Versandunternehmen, glaube ich, hat das so geheißen. Und von denen kommt endlich mal eine Bestellung, auf die ich jetzt mittlerweile seit Wochen warte, damit ich mein lang angekündigtes Special Set für euch reviewen kann. Okay.
6.5 hours later. Wie öffne ich das jetzt am besten so, dass ich mich nicht selber schneide? Ich präsentiere den Benetton. Immer die hintere Seite zum Aufmachen oder die vordere? Einer muss auf jeden Fall dran glauben. Ah, okay. Sogar mit einer 1, das heißt, es ist Box 1. Hüte 10 ist der Gewinner. Ich habe einfach die Box beschädigt. Alter, wie kann man nur? So, wie man unschwer erkennen kann, habe ich mir das Gunship heute gekauft. Ein zwiespältiger Kauf auf jeden Fall mit Geld, was ich eigentlich nicht habe. Jetzt werde ich auf jeden Fall noch das Unboxing und Review dazu drehen. Erfolgreicher Tag heute. So, ich bin jetzt gleich dabei, das Review zu dem Gunship zu erledigen. Das habe ich jetzt gerade aufgebaut. Und ich war heute nochmal bei Kaufland gewesen und habe mir 4 von diesen coolen Heften mit 501st-Trupplern gekauft. Die habe ich bisher wirklich nirgendwo mehr gesehen und das war jetzt purer Zufall. Also habe ich mir gleich mal ein paar mitgenommen. Vielleicht lasse ich die auch original verpackt und verkaufe sie irgendwann weiter. Wir werden sehen, aber erstmal Review und dann das hier. Kurzes Update aus der Hauptzentrale. Ich schaue mir gerade ein Review an vom guten On Point Review. Den habe ich entdeckt. Der macht eigentlich ziemlich gute Videos. Und es gibt Neuigkeiten. Ich habe ja seit Ewigkeiten ein Review für euch angekündigt zu einem ganz speziellen Set. Ich habe heute endlich nach Monaten, glaube ich mittlerweile, den Zettel von DHL bekommen, wo mein Paket jetzt liegt. Ich kann es morgen abholen und darf erstmal 50 Euro Zollgebühren zahlen. 50 Euro Zollgebühren. Geil! Hat noch mehr gekostet, als ich ohnehin schon dafür ausgegeben habe. 50 Euro Zollgebühren, Alter. So, hier habe ich das Paket. Ich bin jetzt 50 Euro ärmer. Und ich habe nur die beiden Klappen bisher geöffnet. Hier habe ich noch nicht reingeschaut. Da will ich euch nämlich live mit reinnehmen. Aha. Okay, Layer. Das hört sich schon mal ziemlich gut an. Es ist doppelt verpackt nochmal. Was ist hier? Was zum Geier ist das? Das Sticker? Habe ich Sticker bekommen? 3 Stück davon? Und hier drinne befindet sich die heiß begehrte Figur, auf die ich schon seit einer Ewigkeit warte. So, ich habe es mal eben aufgerissen. Mit einer Hand macht sich das schwer. Und ich fühle das Paket oder ich fühle die Tüte. Da ist sie. Die Cloud City Leia Organa Solo aus dem legendären Cloud City Set. Und diese habe ich niemanden geringeren abgekauft als M&R Productions. Vielleicht kennen den einige von euch. Ich habe nämlich mal bei einer Live-Auktion mitgemacht von ihm und habe diese Figur dort erworben. Also, das ist definitiv ein Original. Kein Fake, die ist in einem hervorragenden Zustand. Werde ich dann nochmal euch im Review genauer auf jeden Fall zeigen. So, sehr geehrte Damen und Herren, gerade eben war ein Kamerad bei mir und hat was richtig Schickes vorbeigebracht. Es ist die Ghost, inklusive der Phantom. Und das ist übrigens die alte Ghost und die habe ich für einen guten Preis von ihm abgekauft. Es fehlen, glaube ich, 1-2 Teile, aber die Figuren sind in einem Top-Zustand und allein Sepp müsste ja schon einiges wert sein. Ich glaube, um die 80 Euro im neuen Zustand, aber da sieht man das. Ich will jetzt auch nicht die Kamera weglegen. Okay, da war jetzt doch der Schnitt, aber hier, Sepp, so eine geile, also für Sammler geile Minifigur. Ich finde jetzt Rebels nicht so prickelnd, aber die Ghost ist ein tolles Schiff und ich habe alles im Komplettpaket bekommen. Ne? Eben nur Anleitung, Box und 2 kleine Teile fehlen, aber die Minifiguren sind top und ja, 2 Sets, also coole Sache heute. So, ich habe gerade das Video für dieses Comic hier aufgenommen. Darauf auf jeden Fall erstmal eine Krombacher Fassbrause. Kein Product Placement. Auf jeden Fall habe ich gerade richtig viel Spaß dabei gehabt, dieses Comic hier zu reviewen. Und dieses Gefühl wollte ich jetzt einfach mal gerade mit euch teilen. Ich glaube, diese Comic Reviews, die kommen in der Zukunft öfter. So, liebe Leute, Weihnachten ist durch. Ich habe da hinten mal meine Clone Trooper Sammlung ein bisschen neu positioniert und ich habe mir heute ein paar Battle Packs gekauft und da habe ich vor, jetzt mal so ein kleines Investment-Projekt zu starten, denn diese 10 Battle Packs gehen ja Ende des Jahres EOL und das ist aktuell, ich habe keine Uhr rum, aber es sind nur noch ein paar Tage und dann werden wir mal sehen, wie das wird. Ach ey, die haben die immer noch, ey. Tomorrow. Wir haben es jetzt so circa einen Tag kurz
Nee, doch, ich war gestern einkaufen, wir haben es jetzt einen Tag später. Mich hat irgendjemand in Berlin angesteckt mit Corona, ich lieg vollkommen flach. Großartig. Eigentlich steht noch das Review zu diesem Battle Pack an, aber ich fühle mich so schwach, aber ich werde das heute auf jeden Fall noch machen, weil ich will nicht in der ersten Woche des Jahres mich schon nicht an mein Videoversprechen halten. Ja, deswegen werde ich noch ein bisschen Kraft sammeln. Ich meine, die Hälfte des Videos ist ja eh schon fertig geschnitten. Es fehlt nur noch mein Fazit dazu. Bleibt gesund da draußen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Clip. So, mal ein kleines Update aus der Corona-Hauptzentrale. Mittlerweile geht es mir wieder hervorragend. Und ich habe die letzten Tage ein bisschen Zeit gefunden, um ein wenig an meinem Mock zu bauen. Wie ihr hier aktuell sehen könnt, betreibe ich gerade ein wenig Terraforming, denn dieses ganze Konzept des aufsteigenden Berges kann ich leider nicht mehr so weiter verfolgen. Ich bin auch sehr, sehr stolz auf meinen explodierten Corporate Alliance Tank Troy hier drüben. Das sieht schon ziemlich cool aus mit diesen Flammteilen. Noch heute am selbigen Tag bin ich dabei, hier ein bisschen aufzuräumen, was meine ganzen Boxen angeht. Ich lagere hier nämlich unter dem großen Lego-Regal einige von. Ja, meine Lego-Boxen. Und diese paar Boxen hier, die lagere ich nicht da drinne, sondern neben meinem Schreibtisch. Aber da nerven die mich, deswegen versuche ich die jetzt hier einzusortieren. Ich habe echte Platzprobleme langsam. Also ich überlege, dass ich mit die Methode anwende, dass ich die Boxen quasi klein falte. Davon bin ich aber überhaupt kein Fan, deswegen versuche ich so viel Platz wie möglich für die Boxen zu finden. So, keine 10 Minuten später bin ich fertig. Es hat alles reingepasst, was ich auf jeden Fall da reinquetschen wollte. Ich habe einfach das gute Box-in-the-Box-Prinzip angewandt und jetzt ist wirklich der Platz ausgereizt. Also für ein, zwei Battle Packs hier vorne könnte es noch was werden, aber ich sollte mir vielleicht einen Lagerraum anmieten. So, liebe Leute, wir haben es mittlerweile Februar und ich bin jetzt gerade sehr viel am Lego sortieren, denn ich habe vor kurzem von einer Bekannten, ganz viel Lego bekommen, also auf jeden Fall habe ich das hier abgekauft. Für einen schmalen Taler hier ist auf jeden Fall eine Menge Nexo Knight Sets dabei. Dann ich glaube, das hier müsste aus der Lego Movie sein. Ich habe jetzt schon den ganzen Tag daran gesessen, alles farblich zu sortieren grob, aber ja, ich bin so zur Hälfte bisher nur durchgedrungen. Und dann habe ich noch mein Lego Regal hier heute neu angeordnet. Hier oben stand ja früher der UCS Venator und jetzt habe ich diese beiden Regale hier zur großen Republikseinheitsfront-Dings umgewandelt, währenddessen der Vendetta jetzt hinter meinem Baustudio da steht. Ja, und ich denke mal, jetzt habe ich genügend. Danke. Ich denke mal, ich habe jetzt genügend Clips gesammelt für diesen neuen Vlog. Ich hoffe, er hat euch soweit gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Abo und eine positive Bewertung da, um nichts mehr hinter den Kulissen zu verpassen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns am nächsten Video, Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.